Boah, ich könnte so kotzen, ey. Ich habe ja jetzt die ganze Zeit hier drauf gespart, dass ich mir ja endlich die scheiß Magier, die Bogenschützen ausbauen kann und war auch ganz knapp davor. Ich hatte schon hier 45 knapp gehabt, also 745. Ich habe noch ganz bisschen. Ich hatte auch einen Angriff gemacht mit Soldaten, wo ich total Minus gemacht habe. Aber ich wollte einfach nur die Steine haben, dass ich jetzt möglichst bald diese Scheiße ausbauen kann und dann sicher bin. Und was passiert? Ihr seht es hier schon: Angriffsschutz. Also, da hat. Und ich gucke mal so hier rein, guck grad, was so im Chat los ist. Und zack, hier auf einmal, hier wurde überfallen: 70.000 Steine weg und 200.000 Holz. Ey, ich könnte so kotzen, ey. Gucken wir uns mal den Scheißkampf an. Natürlich hier wieder El Puto, Punto der Drecksack, ey. Ey, und man kann nichts machen. Ich kann keinen Gegenangriff machen, nichts. Mir fehlen einfach die Ressourcen. Hier, der greift an. Mit seinen Scheiß-Stinkekriegern. Okay, meine Mauer hält nur drei Stück ab. Okay, fast dreieinhalb. Geht gerade so noch. Gucken wir mal, der Bogenschütze, der hält sich gut. Der macht auch einen halben weg. Der war eigentlich richtig gut. Aber der hat dafür so gut wie nichts abgezogen. Der haut auch wieder einen weg. Aber der macht nicht mal Hälfte. Der macht auch Hälfte gut. Ja, der ist schön. Auch gut. Der hat ihn fast den ganzen Krieger weggehauen. Okay, der auch. Also eigentlich macht ja jetzt hier fast jeder Bogenschütze einen halben Krieger weg. Das ist schon mal gut. Auch fast ein Dreiviertelkrieger. Also der hat so gut wie den ganzen gekillt. Okay, der war jetzt nicht so toll. Der wieder ein Dreiviertel. Okay, der hat noch ein bisschen abgezogen, nicht ganz so viel. Oh, der hat den noch weggehauen, das war gut. Okay, der hat ganz wenig weggemacht. Also ich schaue mir jetzt die nicht ganz an. Also ich könnte nicht so kotzen, ey. Oh, ey, hör mir auf. Okay, der macht so gut wie nix. Okay, hier noch schön weg. So, und die Magier, die hatte ich ja schon ausgebaut. Also die sollten eigentlich richtig gut Schaden machen. Da sollte eigentlich ein Magier einen Krieger weghauen. Da gucken wir mal, wie die Scheiße ausgehen. Okay, Pech gehabt. Okay, das war gut. Ja, komm, kritte ihn. Ja, okay, warum kritten? Ich weiß sowieso, dass ich den Scheißkampf verloren habe. Von daher ist eh egal. So, woran lag's? Okay, der hat jetzt hier zweimal mal als erstes geschlagen. So, machen wir auch. Also hier 26, 6. Sollte sich eigentlich noch fast aussehen, sollte man gewinnen können. Okay, gucken wir uns mal hier so den letzten Kampf noch an. Okay, der hat da überlebt knapp. Gut weggehauen. So, komm. Okay, da haben wir einen Crit gefressen, aber den nicht, hatte der vielleicht nur einen mehr reingekriegt. Okay, jetzt crittet er und ich critte nicht. Ich denke, Crit hätte wieder weg gewesen. Der schlägt als erstes, besiegt ihn ganz knapp. Pech gehabt. Ja, hier kritte nicht. Krittet auch nicht. Kritte wieder nicht. So, da, wenn da ein Krit gewesen wäre, hätte ich den Kampf gewonnen. Hätte ich die schönen Ressourcen noch behalten. Aber nein. Ey, oh. Ich könnte so kotzen, ey. Ey, so kann man ihn echt den Sonntag versauen, ey. Das geht mal gar nicht. Ja, und was machen wir jetzt? Also mir fehlen die Ressourcen. Ich kann es definitiv heute nicht ausbauen. Ich habe noch 8 Stunden Schutz. Das heißt, irgendwann mitten in der Nacht, wenn dann hier schön auch die Lager voll sind und noch mehr rumliegt, weil ich möchte auch mal in Ruhe schlafen, kommt er wieder an und holt sich wieder die ganzen Scheiße. Ich musste jetzt natürlich auch hier noch jede Menge Steine. Also das waren hier auch nochmal 13.000 Steine, die jetzt dafür wieder weg waren. Und hier das auch nochmal gut 10.000. Für nichts. Für absolut nichts. Nur weil mein scheiß Magier am Ende nicht gekrittet hat und den einfach nicht noch eins auf den Sack. Das war wirklich so scheiße knapp, ey. Also ich könnte jetzt hier die Mauer beschleunigen, das kostet mich auch wieder 200 Pilze, ey. Aber was baue ich denn aus? Könnt die. Kann ich mir nicht mal. Ich kann nicht mal mehr die Schmiede ausbauen, ey. Okay, also ich kann zurzeit nicht ausbauen. Das kann ich nicht ausbauen, weil ich jetzt die Bogenschützen wieder ausbaue. Ich kann Magier nicht ausbauen. Kaserne kann ich nicht ausbauen. Und alles andere bringt mir jetzt nichts.
Oder ich mache jetzt mal die Mauer fertig. Dann könnte ich noch Steine schnell machen. Das kostet wieder so ein Arsch voll Pilze, ey. Hier so ein 6 Tage. Das sind da wieder 1000 Pilze weg, ey. Wie soll ich die Scheiße leisten können, ey? Und das alles nur, wenn man da jetzt angriffen. Und ich weiß genau, wenn ich das jetzt mache, dann reicht es jetzt. Aber dann liegen wieder irgendwann, habe ich ja wieder so viel Steine rumliegen und weiß nicht wunder. Also denn. Och, ey, nee. Ich könnte mich aufregen, ey. Boah, was mache ich jetzt nur? Das ist einerseits befehlen. Also, wenn ich jetzt hier. Da jetzt hier Verbesserung. Bogenschützen. Wenn da jetzt 105er Bogenschützen gestanden hätten, der hätte nichts gehabt. Und das Schlimme ist ja, der hat mir jetzt erstmal hier 75.000, da hätte wirklich noch ein Müh gefehlt, an Stein weggenommen. Und auch noch ordentlich Holz. Der hat es jetzt. Der kann damit jetzt Friede, Freude, Eierkuchen machen, schön ausbauen, wird noch stärker. Und ich sitze hier da und komme nicht voran. Also irgendwas muss ich ja machen, dass es, weil der farmt mich ja jetzt schon ab. Das war jetzt das zweite Mal, also jede Woche kommt der an. Obwohl ich seit dem letzten Mal hier schon ordentlich Verteidigung. Ich habe jetzt hier Bogenschützen, sind viel stärker. Magier hatte ich einen mehr. Ich habe jetzt sogar hier die 105er Magier schon. Ach, na gut. Ich glaube, dann mache ich Stein, baue ich Stein aus. Was anderes bringt mir hier echt nichts, ey. Dann haben wir jetzt wenigstens erstmal eine ordentliche Mauer hier. 135, ja, da sollte der denn jetzt mit derselben Angriffswelle schon mal nicht mehr durchkommen. So, reichen jetzt die Materialien noch, wenn ich das hier dann mache? Ja. 800 Pilze, ey. Na gut, dass ich beim Epic-Event heute nicht so viel geblättert habe, weil ich Pilze sparen wollte, ey. So. Das Ding baut jetzt 5 Tage und ich krieg 0 Holz. Oder 6 Tage. Baue ich jetzt aber nicht nochmal schnell aus, weil dann meine Pilze schon wieder weg und ich glaube, das nächste Pilze-Event, das kommt auch erst zu, so weiß ich, bestimmt erst Valentinstag oder so. Oh Mann. Und wie viele Steine mache ich jetzt? Na okay, das läuft wenigstens. Kriegt mal wieder ein bisschen was rein, ey. Aber oh, die schönen Pilze, ey. Und die schönen Materialien, ey. Das wäre wirklich nur. Ich hätte hier nur beim Angreifen hier einen Gegner finden müssen, wo man hier ein bisschen was kriegt, aber hier kommen nur so eine Scheißdinger, wo man nichts kriegt oder welche, wo zu wenig rumliegen, wo es sich absolut nicht lohnt, ey. Boah, ey. Naja, mal gucken. Werde ich jetzt mal sparen, bis ich denn hier jetzt so Mauer ausbauen. Also ich werde dann, denke ich mal, jetzt erstmal gucken, ob ich das hier noch beschleunige. Weil 800 Pilze, dann habe ich nur 1000. Ich suche wie nichts mehr. Na gut, ich werde mal noch ein bisschen hier in der Tischkante beißen. Ey, oh, ich könnte so kommen. So, ich habe einen Entschluss gefasst. Ich muss das jetzt hier doch ausbauen, weil ich habe mal durchgerechnet, da gehen mir sonst fast 2 Millionen Holzflöten. Und das Einzige, was ich jetzt hier ausbauen kann, ist die Schatzkammer. Bringt erstmal nichts, aber dann kann ich dann jetzt erstmal ganz in Ruhe warten, bis ich dann morgen hoffentlich genug Ressourcen habe. Sollte mich ja jetzt keiner nochmal angreifen, weil wer will da was plündern, um ehrlich zu sein. Ey, also das war echt nur, weil dieses scheiß Glücksrad, ihr könnt ja euch die Folge anschauen, ich habe ja extra kurz vor Mitternacht gedreht, so wie ich es auch schon Silvester gemacht hatte, da hatte ich ja Glück gehabt, da konnte ich ja dann gleich, hatte ich ja die Ressourcen gehabt, um die Magie auszubauen. Und jetzt hatte ich es halt nochmal kurz vor Mitternacht gedreht und dann halt jetzt auch gleich wieder kurz nach Mitternacht. Leider hatte ich Pech gehabt und es kamen nicht genug Steine, sonst hätte ich ja auch nicht so viel rumliegen gehabt. Aber was will man sonst machen, ey? Ist echt die Hölle, aber pff. So, das Ding baut jetzt erstmal bis morgen 17 Uhr in Ruhe aus. Das heißt, da kann ich dann morgen auch nochmal drehen. Ich kriege ja auf jeden Fall jetzt erstmal hier, mal gucken, 6500 Steine. Das sind ja dann jetzt 26 Stunden, könnt ihr ja mal durchrechnen, da gibt es ja einiges wieder. Ich dann da rumzuliegen habe, da sollte ich dann hier meine 200.000 Steine haben, um den Magierturm ausbauen zu können mindestens. Und das Holz sollte eigentlich auch reichen, weil da mache ich ja jetzt dann fast 20.000 pro Stunde. Und da brauche ich 600, also sollte knapp reichen, müsste ich halt einmal Holz adrehen beim Glücksrad morgen. Und da will ich dann auch erst drehen, wenn ich dann hier kurz vor fertig bin. Ja. Ey.
Das ist so ein Lacker, dieser Scheiß. Wie heißt er hier? El Punto. Und das Problem ist, ich kann ja da jetzt einen Gegenangriff machen. Aber da gibt es nichts bei denen. Selbst wenn ich den jetzt angreifen müsste, ich kriege nicht mal die Ressourcen zurück, die er mir weggenommen hat. Das ist so unfair, weil die irgendwie das die Bauzeiten verändert. Ich hatte ja da damals hier gleich 13, 14 gebaut. Wenn ich da gewusst hätte, dass sie die Bauzeiten verringern, da sind mir auch irgendwie bestimmt eine Woche Bauzeit, habe ich dadurch einfach nur in Sand gesetzt. Okay, dadurch habe ich jetzt kriege ich ein bisschen mehr am Glücksrad und die anderen Gebäude bauen schneller, aber bis man das wieder rausgespielt hat, es dauert. Und ich hatte halt auch gleich bei der Ritterhalle, als die rauskam, die ruckzuck auf 12 gepusht, wenn ich da vielleicht noch die Ressourcen hätte erstmal rumliegen lassen und die für einen Ausbau von irgendwas benutzt hätte. Aber naja, hätte vielleicht mich jemand noch eher überfallen und so, ach, wer weiß. Puh, naja, was will man machen? Also, Plan steht fest. Das Ding beschleunigen wir nicht, dann haben wir danach wenigstens hier noch den schönen Taschenplatz mehr, dann ist es hier eine schöne gerade Zahl. Passt auch, kann man ja auch vielleicht mal nochmal ein bisschen mehr Gold mitmachen. Und dann morgen Nachmittag dann den Magierturm bauen, weil ich denke mal für die Mauer rechts auf keinen Fall. Schmiede, selbst wenn da die Ressourcen da sind, würde ich die nicht ausbauen wollen, weil ich halt vorher auf jeden Fall noch die Bogenschützen machen will. Und vielleicht die Krieger, wenn es denn sich irgendwann mal anbietet. Und hierfür, denke ich mal, werden auch nicht genug da sein. Weil sonst wäre es natürlich egal, wenn ich die Dinger hier ausbaue. Würde ich ehrlich gesagt noch viel lieber machen, wenn ich da zwei mehr Bogenschützen habe. Die machen ja, die halten ein bisschen mehr ab wie der eine Magier. Und hier die zwei Tage, selbst wenn ich das Ding jetzt hier zwei Tage baue, würde ich dann im Anschluss, denke ich mal, die Schmiede ausbauen wollen und ob ich in zwei Tagen genug Ressourcen kriege, müsste ich mal schauen. Alternativ wäre natürlich noch die Mauer drin, aber eigentlich, ich will endlich hier meine Festung 15, Arbeiterquartier 15 und dann wollte ich eigentlich in Ruhe die Def hochziehen und die Minen, aber naja. Ein Plan ist nur so lange gut, bis er auf die Realität trifft, ey. Okay, das war's für heute.